Also das ganze Horrorpunk-Genre bezieht sich ja immer wieder auf die Klassiker, also speziell so die 30er bis 50er Jahre Schwarz-Weiß-Filme von Universal, angefangen bei Dracula mit Bela Lugosi, Frankenstein mit Boris Karloff. Das geht hin bis zu den Jack Arnold-Klassikern, hier Creature from the Black Lagoon und Tarantula. Das sind wirkliche Meisterwerke, mittlerweile vielleicht auch so ein bisschen campy irgendwo, aber das macht das Ganze irgendwo aus. Good evening, I'm Stu from Zombie Ghost Train. I play guitar and sing. And I'm Captain Reckless, also from Zombie Ghost Train, funny enough, and I play the upright bass. Fate Fatal with the band The Deep End from Los Angeles, California. Ja, da haben wir natürlich ganz viele Bands auch in der Welt kennengelernt, die diese Art von Musik spielen, aber einfach alle noch kein Label hatten, aber Leute, die Musik mögen. Das heißt, man musste denen im Prinzip nur ein Forum geben, damit die Leute wissen, wo sie hingucken müssen, um diese Bands wirklich zu entdecken. Also ja, es war klar, dass es irgendwie jemanden interessiert, aber dass es so viele sind, war eine positive Überraschung. Mittlerweile, gerade jetzt auch über Fiend Force, hat sich da schon ein ziemlich großes Forum gebildet. Natürlich nehmen wir keine Band, die in Hawaii-Hemden auf der Bühne steht und über Saufen singt, sondern es muss schon so ein gewisser Kontext da sein. Ne? Also es muss schon irgendwo im Deathrock, Punkrock, Psychobilly-Umfeld stattfinden und irgendwo müssen Texte und Image auch zu uns als Label passen. Wir haben uns ja extra, sag ich mal, dieses Subgenre ausgesucht und werden da auch nicht von abweichen, weil die Fans, wenn man so sagen will, die Fiends quasi, wissen ja, was sie bei uns erwarten. Und wenn wir jetzt plötzlich irgendwelchen Stoner-Rock rausbringen oder sowas, dann ist jeder irritiert. Und das werden wir dann natürlich auch nicht machen. As the Resurrects would say, every day is Halloween. Thank you.
I love touring Europe, and especially Germany too, because our label's based in Germany. So we have a lot of friends here that know more of us, and it's always a good show. Do your job yesterday.